ist doch nicht normal. Das ist okay vom Grundprinzip her. Es ist halt nur die Frage. Ich muss das anders spielen, glaube ich. Aber ansonsten ist das okay. Wir starten halt mit 4. Hier wieder aber ein kleines Stückchen so. Packen wir mal eine Balliste hin. Und hier direkt einmal eine Steinschleuder. So, auf der Seite brauche ich einen Angreifer. Das heißt, wir packen den Stürmer da ganz kurz hin. Da noch eine Balliste dazu. So, der kriegt jetzt. Der greift die ganze Zeit den da hinten an. What the heck? Dann packen wir hier einen Verteidiger vor. Jetzt sollte die Balliste, hoffe ich, doch mal umswitchen. Nö, tut sie nicht. Sie greift einfach weiter den Horst da hinten an. Das ist sehr gut. Meanwhile sind hier leider Leute durch. Das finde ich nicht so gut. Wir packen hier mal einen Verteidiger vor. Hier nochmal eine Steinschleuder hin. Dann brauchen wir da Schützen. Sich nicht. Ich bräuchte hier jetzt einen Elite-Schützen. Mach mal bitte. Danke. 1,49. Komm, mach hin. Noch eine Steinschleuder. Auf der Seite ist der Turm schon weg, auf der rechten. Das ist ja insane gut. Auf der linken geht der jetzt auch drauf. Zack, da ist er weg. Sehr schön. Das ist super gut. Das heißt, wir können hier jetzt einen Verteidiger hinstellen. Was ist hier los? Ah, okay, wir verlieren hier gerade den Grund durch den... Okay, das sieht aber sehr gut aus. Ich packe hier noch einen Verteidiger hin. Dann können wir da noch lauter zustellen, der einmal ganz kurz seinen Mutangriff macht. Sehr schön. Hätte ich vielleicht weiter vorne placen müssen, aber ist okay. So, jetzt haben wir Angriffe von mir noch über eine Minute Zeit und haben hier vorne relativ viel. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Elite-Kämpfer. Tanks sind da eh schon, ich brauche jetzt da noch nie dahinter. Heil mal bitte. Der steht ganz gut, der Heiler. Der steht nicht zu dicht dran, das ist sehr gut. Schwierig ist nur, dass der da jetzt gerade... hin. Okay. Jetzt möchte ich da gerne noch einen Elite-Schützen gleich hinstellen, deswegen warte ich kurz einen Moment. Damit wir Barrett da auch gleich noch hinpacken können. Ja, auch nochmal ordentlich kleinen Bums da draufhauen darf. So, und dann hätte ich dem da gerne noch ein paar Ballisten vorne reingestellt gleich. Zack. Und dann gewinnen wir das. Sehr gut. Das hat auch funktioniert. Wenn die jetzt noch angreifen würden, danke. Ah, schön. Oh, mein starker, mutiger Held! Stopp, sofort aufhören! Wenn du dich unbedingt erkenntlich zeigen willst, drück die Protosubstanz raus! Das könnte dir so passen, was? Vergiss es. Ihr Schatz gehört einzig und alleine mir. Nicht in 1000 Jahren überlasse ich ihn euch. Oberst. Folgt mir, meine treuen Untergebenen. Jetzt, da wir den Schatz besitzen, kann uns nichts und niemand aufhalten. Gemeinsam werden wir ein mächtiges Reich erschaffen. Herr Oberst, warten Sie! Wir kommen! Noch einer? Och nö. Och Mann, ey.
Dieser Drecksack. Hm. Wenn ich den und seinen polygonalen Arsch erwische. Die ganze Sache hat also mit der Ankunft des Obersts begonnen. Die Spielfiguren schienen jedenfalls äußerst glücklich zu sein, sich endlich frei bewegen zu können. Auch ich werde nie vergessen, wie frei ich mich fühle, seit ich Hojo hinter mir gelassen habe. Der Oberst ist für die vermutlich das, was Cloud für mich ist. Eine Art Symbol für die Hoffnung. Mag ja sein, aber die Protosubstanz brauchen wir doch trotzdem. Ja. Ich habe sie auch bereits lokalisiert. Gut, dann gehen wir. Oh Mann, oh. Chitlian in einer Pflasterlager in den Bergen. Da hinten irgendwo. Okay, interessant. Oh, ich mag dieses Spiel nicht mehr spielen. Also nicht Final Fantasy, sondern Oh, hi. Sondern dieses blöde Brettspiel. Ach, was mach ich denn? Falsche Taste gedrückt. Im Spiel ist auch sammeln. Ach, ja. Mhm. Da ist ein Chocobo-Küken. Das heißt, hier drüben gibt es dann auch gleich noch einen. Oh, sorry, mein Kleiner. Davor. Ich sehe aber die Dingens schon. Ist okay. Noch auffälliger ging's wohl nicht, was? Kiri. Ah, jetzt stopp. Da will ich hin. So, ich glaube, hier kommen wir gleich dann runter zu dem Fotosch. Shop-Point, Foto-Point, Lappen. Ach nee, oder hier ist die Quelle. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier unten ist die Quelle irgendwo. Wo ist er hin? Da lang ist die Quelle, okay. Sehr schön. Oha. Gut. Dann holen wir uns mal noch den letzten Punkt. Analyse Fortschritt 10. Und dafür die Dings. 2. Was kriegen wir? Was zum Rausgraben, bitte? Klar. Die Datenanalyse hat oh, Gedankenschinder. Schon uns Gedankenschinder verborgen hält. Diese furchterregende Abscheulichkeit tötet Menschen, um sich an ihren Gehirnen zu laben. Mhm. Bitte bereite ihr so schnell es geht ein Ende. Na dann. Aufträge. Neuer mächtiger Gegner wurde entdeckt. Und zwar wo? Ich hab's geahnt. Mhm. Genau da in der Mitte. War ja klar. Okay, dann gucken wir jetzt mal kurz, ob wir zum Fotopunkt kommen, wenn wir da hinten irgendwo drauf gehen. Zum Fotolocation. Es ist ja kein Dingensgebiet, ne? Kein Lootgebiet noch zusätzlich, oder? Aber hier gibt's da. Okay, warte mal, wir machen mal folgendes. Ich geh mal runter von meinem Chocobo. Sonst wird das hier nix. Vielleicht gibt's hier trotzdem, auch wenn das kein Lootgebiet ist, noch eine Kiste eventuell. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Hier ist noch ein bisschen Segen und Gnade des Planeten. Das nehmen wir alles mit. So, und der Fotospot ist irgendwo hier vorne, ne?
Wechsel nach dem Fotomodus. Schaut schön. Achso, wir wollten genau wissen, ja. Das ist schon geil. Kann man eigentlich Fotos machen? Winkel, Kamera, Belichtung, Filter, Rahmen, Kameraoption, Winkel. Alles ist halt schon schön. Aber man kann kein Foto machen, ne? Nicht mit X, mit nix. Aha. Richtung. Filter. Oh, schick. Okay. Ist wahrscheinlich, um sich selber dann einen Screenshot zu machen. Achso, man kann auch mit der Dingens-Taste irgendwie so ein Share-Dingens machen. Ja, 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 mit der PlayStation-Taste, also mit dem Controller. Okay. So, gut. Dann hätten wir das durch. Wo kommen wir jetzt nochmal wieder runter von dem Schiff? Hier oben, ne? Okay, Mr. Chocobo, und dann lass uns mal, oder Mrs. Chocobo ist ja Belle, heißt sie ja. Deswegen gehe ich davon aus. Ich weiß nicht jetzt, was der Chocobo sich identifiziert. Oh, sorry, wenn ich sowas sage, kriege ich immer automatisch Schüttelfrost. Frau mit Leib und Seele zu sein. Kiri ist vermutlich drin. Kommt. Mhm. Ist hier oben drin oder hier unten sind noch. Ist das hier unten? Nee, das ist nicht hier unten, das ist auch oben. Ich mach von aus. Sorry, Eva, ich glaube, ich habe dich ein bisschen verwirrt. Alles hier. Was gibt es denn hier für schöne reduzierte Sachen? Megatränke, 2 Stück. Wachmacher. Da noch ein paar kaufen. Gibt es ja eine neue Materia, die ich noch nicht habe? Ja, kein Materia, aber Armreife für Red und für Barrett. Und sogar noch einen für Cloud. Schatzwester Ohrringe, Talisman, Seelenring. Okay. Aber das ist gut. Das heißt, wir haben Ausrüstung. Cloud bekommt jetzt einen neuen Armreif. Und ein bisschen mehr Dev. Magie-Dev. Das ist sehr schön. Und wir haben Linked. Das ist viel wichtiger. Wir haben Linked Materia hier jetzt drinne. Heilen, Glut und Frost. Analyse, präzise plus Chakra. Das heißt, wir könnten Chakra rausnehmen, packen dafür dann oben das Heilen rein. Chakra brauche ich eh nicht, benutze ich eh nie. Und in die Chakra-Materia können wir ein bisschen mehr. Super. Mehr im weniger MP, dann ist Eis und Feuer günstiger. Was sehr gut ist. Allein, dass es diese Verbundmaterial gibt, ist halt schon richtig cool. Also, dass 2 Sachen gleichzeitig drin sind. TP-Boost, Glut, TP-Boost, Automat heilen.
TP-Boost. Ist da auch nicht so sinnvoll. Behandeln, Antidot. Frost, Gebet, FP-Boost. Geht das schon nicht schlecht. Barret bekommt erstmal den anderen Armreif. Hier. Dann gucken wir noch mal ganz kurz rein, was hatten wir hier jetzt drin? Glut stehen, Gewitteranalyse, Meister der Gegenstände. Stehlen. Glut und Gewitter. Ist halt zweimal Verbundmaterial drinnen, ne? Was haben wir denn hier für Material drin? Toxin, Gewitter, Meister der Gegenstände, Morphen, Chakra. Wir könnten ihm hier Gewitter und Luft geben. Brauchen wir Gewitter nicht mehr, da können wir eine einzelne irgendwas reinmachen. Was war da unten drin? Morphen. Dann können hier Morphen rein. So, und dafür machen wir hier statt Gewitter sowas wie Automagie rein. Ist das sinnvoll? Ich denke schon. Ah, oh, hier war besser als das, was bis jetzt drin ist. Oder halt sowas wie, aber ne, TP-Boost, MP-Boost, Glücksboost und so ein Kram brauche ich hier alles nicht. Tick, Balkenschock. Auto-Spezialfähigkeit ist zwar interessant, aber ich glaube, das Problem einfach bei Auto-Fähigkeiten ist, dass du halt die ganze Zeit immer die Balken rausballerst, ohne Sinn und Verstand als Charakter. Was ich jetzt gerne noch hätte, wäre, dass ich bei Beaver irgendwie noch so eine Auto... FP-Boost-Gebet. Aber ich glaube, wenn ich den FP-Boost nicht mehr brauche, wenn hier Gebet halt voll ist, dann werde ich das wahrscheinlich swappen. Ich glaube, so ist das ganz okay. Speichern wir schon mal. Ich finde das übrigens sehr lustig, dass sie sich auf dem Bild so darstellt, als hätte sie ein vernünftiges Schwert auf dem Rücken. Privacy Scarlet. Naja, wer sitzt denn da? Herzlich willkommen. Ich bin die Alleskönnerin Kiri. Kommen wir zum Geschäftlichen. Na sowas. Jetzt hätte ich meinen Angestellten doch glatt mit einem Kunden verwechselt. Aber schön, dass es dich auch mal in die Filiale von Junon verschlägt. Wer ist hier ein Angestellter? Mhm. Und nenn dich gefälligst nicht Alleskönnerin. Der Name ist geschützt. Ach, Mann, oh. Alle hacken auf mir rum. Dabei ist das alles nur deine Schuld, Cloud. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ich dachte, in Junon wartet das große Geld. Aber hier kennt ja wirklich niemand den Alleskönner. So kommen natürlich auch keine Aufträge rein. Nur rumsitzen und Däumchen drehen. Also musste ich erstmal beim Urschleim anfangen und so richtig die Werbetrommel rühren. Und was genau willst du verkörpern? Langweilig, düster und mürrisch? Du brauchst ganz dringend einen Berater für Selbstmarketing. Sorry. Oh? Hä? Er kann ja sprechen. Und ob? Oh, du bist ja sowas von drollig. Willst du nicht mein Haustier werden? Na komm mal her. Mietz, 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 mietz. Weiß der etwa? Dann eben nicht.
Haustier, keine Kunden. Das ist doch zum Verzweifeln. Hier ist echt der Wurm drin. Marketing und Unternehmensführung, alles aus einer Hand und doch. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Genial, oder? Die Leute werden mir die Bude einrennen. Warum kommen denn jetzt Ungeheuer statt Kunden? Bei der Lärmbelästigung würde ich auch mal anklopfen gehen. Das ist ein ganz klarer Fall für den Alleskönner. Komm schon, Cloud, das ist doch dein Spezialgebiet. Ich dachte, das wäre dein Job. Jetzt sei doch nicht so kleinlich. Hier! Du kriegst auch eine von denen. Nein, danke. Ich fürchte, wir müssen trotzdem kämpfen, wenn wir hier eben wieder raus wollen. Ich mag das Lied, das ist irgendwie lustig. Warte mal. Oh, okay. Hat da einfach eine Sonnenliege stehen. Echt, diese Frau, ne? Ach, Kiri. Ja, die ist leider der Zug auch komplett abgefahren, ne? Hi, guys. So, Analyse auf den Pudding. Was ist denn gut gegen den Pudding? Feuer, war ja klar. Oh, ich möchte diese Frau gerade einfach. Bring es hinter uns! Natürlich. Noch mehr. Das war's. Ich hab nicht ewig Zeit, Mann. Oh. Diese Frau. Oh mein Gott, Kiri, einfach du bist dran. Oh, das gibt's nicht. Oh, what the heck, wo kam der denn her? Keine kommen. Ach, natürlich. Verbrennen, ziemlich schwach. Nein, Synchron nicht, Limit Break, weil es kann. Das war's dann. Hoch, vertippt. Kann sie nicht. Donner und Wind kann sie nur. Subspirit. Bitte was? Nur kein Über. Gegen die ist gar nichts gut, oder was? Mut. Und Schiss! Okay. Sehr gut. Ist er dead? Nein. Was? Genau so. Bringen wir es hinter uns. Hinter.
Ziemlich schwach. Volle Kraft. Eieiei. Los. Ich darf beschwören. Beschwören wir mal Phönix, ja, ist kein... Schön, dass du da bist. Wer von denen hat denn Tifa? Ach, Tifa ist wieder da. Belebt Kampf und Fähigkeit und... Oh mein Gott, Schutzengel. Kampf und Fähigkeit automatisch wieder her. Krass, wie gut ist das denn bitte? Bitte, Alpha. Oh. Okay. Es wird heiß. Erstarre. Jetzt. Alles geht. Jetzt gebe ich alles. So, den Atomisator. Ich will dich leiden sehen. Oh mein Gott. Nicht mit mir! Lass das ruhig mir! Verschwende euch! Dann haben wir noch den Feuerkreis auf das Team. Sehr schön. Hier sprießen die Ungeheuer ja wie Pilze aus dem Boden. Langsam dämmert's mir, warum ich nie Kundschaft hatte. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Hier komme ich nie auf einen grünen Zweig. Ich mach den Laden dicht. Also dann, auf zu neuen Ufern. Ach ja, danke, dass ihr aufräumt. Alles klar, Kevin. Oh. Hey. Kommst du mit? Miet. Ciao, ciao. Die Sorte Mensch, von der man sich besser fernhält, hm? Geht mir genauso. Hey, Leute! Da war diese komische Durchsage. Und dann tauchten auf einmal lauter Ungeheuer auf. Aber wie es aussieht, waren meine Sorgen unbegründet. Keiner kann es mit Avalanche aufnehmen. Und was ist jetzt aus dieser Alleskönnerin geworden? Ist gone. Ist abgehauen. Na super! Dann machen wir uns mal ans Aufräumen. Übrigens hat mir Rhonda erzählt, dass ihr auch manchmal als Alleskönner arbeitet. Mann, Mann, das hättet ihr mir doch aber wirklich sagen können. Das nächste Mal buche ich euch richtig und offiziell. Leuchtturm am Kap abgeschlossen. Wir uns kurz oben nochmal heilen und dann mache ich für heute, glaube ich, dann einen Cut an der Stelle. Jo. Steht's mit auf. Zeigt mir jetzt auch einen Schnellreisepunkt, denke ich. Okay, wir haben ein Level Up für Cloud gehabt. Wir haben das. Da ist jetzt noch der Kampf. Hier ist noch der Quest-Dingens. Sehr schön. Und dann haben wir leider noch dieses blöde Feldforschungsviel. Oh, naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann für YouTube in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin erstmal reingehauen. Ciao, ciao.